Aber natürlich braucht die Story noch einen Epilog, ne? Oh, Miniaturgiekrieger. Ali steht noch unter Schock. Kein Wunder, bei dem, was sie in Werlet erlebt hat. Sid kümmert sich um sie und versucht herauszufinden, ob sie durch die Maschine bleibende Schäden erlitten hat. Ich hoffe, wir können ihr irgendwie helfen. Avelina, hat übrigens nach dir gefragt. Wenn du Lust hast, kannst du dich ja mal bei ihr melden. Also ein Update wird auf jeden Fall noch, also sogar glaube zwei Updates. Einmal für das Kriegsszenario da und dann einmal wegen der Story nochmal. Und dann kommt wahrscheinlich auch wieder Hildibrand. Ich weiß nicht, ob der erst am Schluss kam oder so. Aber auf die Hildibrand-Story freue ich mich am meisten, wenn die kommen sollte. Wasaki! Bin ich erleichtert, dich lebend wiederzusehen. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg über die Diamantwaffe. Wir waren auch nicht ganz untätig. Schau mal. Mit großzügiger Unterstützung der Megiden Befreiungsarmee konnten wir das Denkmal für die Gefallenen der Schlacht fertigstellen. Wir können sie nicht ins Leben zurückholen, aber wir können sie für immer in Erinnerung behalten. Zukünftige Generationen sollen wissen, welch großes Opfer gebracht wurde, um die Freiheit von Werle zu erkämpfen. Ich habe dir viel zu verdanken und nun bin ich an der Reihe, anderen zu helfen. Avelina ist im Gebet versunken. Kehre zu Severa zurück. Hast du mit Lena gesprochen? Dann können wir zusammen auf Gaius warten. Ich hoffe, ihm ist nicht zugestoßen. Nö, Gaius geht's gut. Wie geht es, Ali? Ali. Kennt sie mich nicht mehr? Zunächst vermuteten wir das Pseudo-Orazid-System als Ursache für ihren Zustand, aber so einfach ist die Sache nicht. Unsere Heiler haben ein Trauma diagnostiziert. Ihre Seele ist schwer verletzt, womöglich unheilbar. Ali übernahm das Steuer der Diamantwaffe, um Alphons zu retten. Sie konnte ja nicht wissen, dass Valens ihren Bruder bereits mit dem Pseudo-Orazid
System verschmolzen hatte. Erst in der Diamantwaffe bemerkte Ali seine Präsenz. Sie war bereit, ihr Leben für Alphons zu opfern, doch er war schon tot. Das konnte sie nicht verkraften. Valens, dieser grausame Bastard! Aber wie konnte Ali den Seelenüberlagerungsmodus überleben? Bisher sind alle Piloten mit dem Kern verschmolzen. Dazu müssten wir genauere Untersuchungen anstellen. Ich kann es mir schon denken, Alphons hat seine Schwester beschützt. Verzeih mir, Ali. Ich konnte mein Versprechen, Alphons zu retten, nicht halten. Alles, was sie sich erhofften, war ein Leben in Frieden und Freiheit. Das war ihr einziger Wunsch. Das ist nicht das Ende ihrer Geschichte. Ich brachte ihnen bei, dass die Starken die Schwachen in eine bessere Zukunft führen müssen. Doch wenn die Starken auf Abwege geraten, leiden die Schwachen. Alphons und seine Geschwister träumten von einem Land ohne Unterdrücker und Unterdrückte. Mit ihrem Opfer haben sie die Grundlage dafür gelegt. Melisandre, Rikon, Rex, Alphons und Ali haben die Freiheit für Verlet errungen. Was in anderen Provinzen ganze Armeen geleistet haben, haben sie zu fünft geschafft. Ich werde dafür sorgen, dass ihr Traum Bestand hat. Das schwöre ich als ihr Vater. Der Wiederaufbau von Verlet hat gerade erst begonnen. Ich werde die neue Regierung dabei unterstützen, ein Land zu erschaffen, auf das Ali, Severa und ihre Landsleute stolz sein können. So viele Jahre lang war ich von Hass getrieben. Nun ist die Zeit gekommen, um mich davon zu befreien. Ich möchte dich unterstützen, so gut ich kann. Ich kann unsere Geschichte nicht umschreiben, aber ich kann meine Lieben ehren, indem ich das Beste aus meinem Leben mache. Zeiten ändern sich. Ich wünsche euch viel Erfolg. Wenn die Galon-Metallwerke etwas für Verlet tun können, müsst ihr es so nur sagen. Gaius, es gibt viel, was ich dir eigentlich an den Kopf werfen wollte, aber es bringt nichts, sich über Vergangenes zu grämen. Was geschehen ist, ist geschehen. Nur eins möchte ich noch sagen. Falls irgendjemand zu Ali durchdringen kann, dann bist du das. Sie braucht dich als Vorbild, so wie du einst mein Vorbild warst. Diese Story, muss ich sagen, ist schon mega geil. Also mega schön. Wenn auch traurig. Mein ganzes Leben lang habe ich nach meinem Platz in der Welt gesucht. Überall blieb ich die Außenseiterin. Aber das macht nichts. Ich habe verstanden, dass sich jeder seinen eigenen Platz in der Welt schaffen kann. Das haben mir Gaius' Kinder vor Augen geführt. Sie haben niemals aufgegeben. Und das werde ich auch nicht. Mein Platz ist an Gaius' Seite. Auch von dir habe ich viel gelernt. Danke, Murasaki, für deine Hilfe. Früher hielt ich Gaius Balsar für einen ruchlosen Eroberer und Unterdrücker. Dazu gab es auch allen Grund. Aber mittlerweile habe ich begriffen, was ihn von vielen anderen Galeanen unterscheidet. Er hatte schon immer einen starken Sinn für Recht und Gerechtigkeit, auch wenn dieser durch die Doktrin
des Kaiserreichs geprägt war. Seit er sich von Garlemald losgesagt hat, kämpft er umso vehementer gegen die Unterdrückung an. Als ich ihn verschonte, gab er seinem Leben eine neue Wendung. Er nutzte die Chance, um seine Fehler zu korrigieren und der Mann zu werden, den seine Kinder in ihm sahen. Auch ich habe nun die Chance, einen neuen Pfad einzuschlagen. Ich will sie nutzen und ein Leben führen, auf das meine Frau und Tochter stolz wären. Endlich habe ich einen Weg gefunden, die Leere in mir zu füllen. Das habe ich deiner gütigen Unterstützung zu verdanken, Murasaki. Du bist ein leuchtendes Vorbild. Das Schicksal hat Valdolin, Severa und mich zusammengeführt und wir werden noch eine Weile zusammenbleiben. Gaius, was soll nun aus diesen Kindern werden? Wo kommen sie her? Man fand sie in dem Hauptquartier der 7. Legion, in einem der wenigen Gebäude, die nicht von der Diamantwaffe verwüstet wurden. Womöglich hat Alphonse sie absichtlich verschont. Habt keine Angst, niemand wird euch etwas antun. Das dritte Auge eines Galea? Ich heiße Gaius Belsa. Früher war ich ein galeischer Legatus sowie Valens Vanvaro. Und auch ich war früher gefürchtet und verachtet. Zwar hielt ich mein Handeln stets für gerecht, aber die Wahrheit ist, dass meine Feldzüge brutal und gnadenlos waren. Doch viel wichtiger ist eine andere Geschichte. Wollt ihr sie hören? Eine mutige Jugendliche, etwa in eurem Alter, setzten sich gegen das Kaiserreich zur Wehr. Sie riskierten alles, um ihre Freunde und Landsleute zu befreien. Und sie hatten Erfolg, auch wenn sie dafür einen hohen Preis zahlen mussten. Als ihr Vater traure ich um meine Kinder, aber ich respektiere ihre Entscheidung. Und die Zukunft, für die sie sich geopfert haben, liegt mir am Herzen. Ich werde alles dafür tun, dass ihr Traum Wirklichkeit wird. Auch ihr seid Teil dieser Zukunft und damit steht ihr unter meinem Schutz. Keine Sorge, ich passe auf, dass er sein Versprechen hält. Aber ich vertraue darauf, dass das nicht nötig sein wird. Was für ein Glück, dass sie überlebt haben. Hoffentlich sind sie unversehrt. Unsere Heiler sollen sich um sie kümmern. Nehmen wir an, nun trennen sich unsere Wege wieder. Aber wir treffen uns bestimmt wieder. Einst waren wir erbitterte Feinde. Nun haben wir Seite an Seite für ein gemeinsames Ziel gekämpft. Dabei habe ich viel von dir gelernt. Was ist Stärke? Und was ist Schwäche? Früher hätte ich gesagt, die Herrscher sind stark und die Unterdrückten sind schwach. Doch meine Kinder haben mir vor Augen geführt, was wahre Stärke bedeutet. Die Stärke der Überzeugung und des Muts. Du verfügst auch über diese Stärke, denn ich kenne niemanden,
der mutiger ist als du. Murasaki, ich bin froh und dankbar, dein Freund zu sein. Bewahre dir für immer deine Stärke. Ich werde nun meine ganze Aufmerksamkeit darauf richten, der unabhängigen Regierung von Verlet zum Erfolg zu verhelfen. Das ist es, was sich meine Kinder gewünscht haben. Richte dem General der Befreiungsarmee in Porta Praetoria meinen aufrichtigen Dank aus, wenn du ihn siehst. Die Megischen Befreiungsarmee hat maßgeblich zu unserem Sieg beigetragen. Vielen Dank. Also dann, leb wohl. Ich hoffe, unsere nächste Begegnung erfolgt unter friedlicheren Umständen, glaube ich nicht. Denn immer wo ich hingehe, gibt es Krieg. Oder Probleme, die es zu lösen gibt. Es sei denn, ich sehe den auf einem Eventfest oder so. Willkommen zurück, Murasaki. Ich gratuliere dir zu deinem wohlverdienten Sieg. Ich bin schon sehr gespannt auf die Details aus erster Hand. Bitte erzähl mir von dem Kampf gegen die Diamantwaffe. Was für ein grausames Schicksal, das Gaius Seekinder erdulden mussten. Doch wenn Verlet in Freiheit gedeiht, sind sie nicht umsonst gestorben. Und auch die Gefahr durch das galäische Waffenprojekt ist damit endlich gebannt. Ich werde einen Bericht aufnehmen und an die Anführer der Eoseischen Allianz weiterleiten. Murasaki, im Namen der Mygischen Befreiungsarmee und ganz Eoseas möchte ich dir von Herzen danken. Aber das war noch nicht alles. Es gibt noch eine Kleinigkeit. Eine Kleinigkeit. Naja, erstmal gibt es noch eine Sequenz. Hoffentlich eine schöne. Dass vielleicht doch wieder zur Besinnung kommt. Trotz des Traumas, das sie erlitten hat. Ach, stimmt ja, da war noch was. Vater, die in der Diamantwaffe gespeicherten Erinnerungen, bitte gib sie an Ali. Was ist das? Eine Erinnerung, denke ich mal.
Es muss eine Darstellung der Daten aus dem Pseudo-Aura-Seed-System sein. Alphons Erinnerung. In einer Welt ohne euch möchte ich nicht leben. Ich will bei euch sein. Ali, das geht nicht. Dein Schicksal ist noch nicht erfüllt. Vater braucht dich und du bist die einzige von uns, die ihm noch helfen kann. Mach dir keinen Kopf um Alphons. Um den kümmere ich mich. Selbst wenn es uns das Leben kosten sollte, wirst du niemals... Konnte ich nicht so schnell lesen, es tut mir leid. Wir werden immer bei dir sein, in deinem Herzen. Ich vermisse euch. Aber ich weiß, dass ich nicht allein bin. Vater, ich bin zurück. Ende. War auf jeden Fall eine sehr, wie gesagt, schöne, aber traurige Storyline. Waffen unerschöpfliche Quellen der Inspiration. Lasst euch umarmen, ihr Wunderwerke der Ingenieurskunst. Die Diamantwaffe, natürlich, sehr gerne, die Dame. Einen Moment bitte. Es geht eine Nummer härter. Seh und staune, die Diamantwaffe der mächtigsten der neuen Prototypen aus dem Waffenprojekt der Galea. An der Modellbezeichnung APWEZ ist zu erkennen, dass es sich um eine Anti-Prim-Mae-Waffe handelt. I bezeichnet die erste Entwicklungsreihe und Z bedeutet vermutlich, dass es das letzte Modell dieser Reihe ist. Und damit auch das Faszinierendste. Ich vermute nämlich, dass die Rubin und die Saphir und die Smaragdwaffe von Anfang an nur dafür entwickelt wurden, um Daten für die Perfektionierung der Diamantwaffe zu sammeln. Das muss man sich mal vorstellen. Aber das ist noch nicht alles. Die Stärke der Waffe beruhte nicht bloß
auf den umfangreichen Kampfdaten. Sie wurde auch mit einem speziellen System ausgestattet. Ich kann es immer noch nicht recht begreifen. Aber du hast die schrecklichen Auswirkungen dieses Systems hautnah erlebt. Lass uns einen Augenblick um die jungen Helden trauern, die der Diamantwaffe zum Opfer fielen. Ich möchte diesen Nachbau der Regierung von Verlet schenken, sozusagen als Denkmal für die mutigen Söhne und Töchter der Provinz, die zur Befreiung ihrer Heimat beigetragen haben. Natürlich steht dir das Modell aber trotzdem im Übungskampfsystem zur Verfügung, damit du dich auf zukünftige Kämpfe vorbereiten kannst. Hoffentlich kann ich so dazu beitragen, dass sich ähnliche Tragödien in Zukunft nicht wiederholen. Diamantblitz-Trauma. Ja, das ist ein schwieriger Inhalt, den werde ich nie machen. Denn davon kriege ich nur ein Trauma. So. Das war's aber dann auch mal von dem Ganzen hier. Wir haben heute das ganze Add-on gespielt. Es gibt, glaube ich, noch ein paar Sachen, die ich machen kann. Wunschlieferungen und so. Ein paar neue Quests gibt's auch noch. Das machen wir ein andermal. Obwohl, vor Dienstag müsste ich es auf jeden Fall wenigstens die Wunschlieferung machen, weil da ist der Weekly Reset. Ja, es gibt auf jeden Fall wieder eine neue Wunschlieferung. Aber wie gesagt, das machen wir nicht mehr heute.